Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt, wo wir mit unserem Geralt hier mitten in Novigrad uns befinden, weil ich zwischendurch tatsächlich auch gespielt habe. Man glaubt es gar nicht. Ach ja, und was bin ich froh, dass ich endlich The Witcher spielen darf. Ich meine, ich habe gerade erst gespielt, jetzt vor circa 5 Minuten erst, muss ich leider zugeben, weil... Und ja, diejenigen, die tugendhaft waren, tugendhaft ist es nicht, jemandem reinzuschreien, wenn jemand spricht. Also halt mal die Klappe da drüben. Ich muss nämlich dazu sagen, ich hatte gerade schon die erste Folge aufgenommen, war auch schon im... Ich sage euch dann Bescheid, wo ich war. Und da hat es in den Zwischensequenzen immer geruckelt und gezuckelt, immer wenn Geralt im Bild war. Und Problem ist halt, ich will das Ruckeln nicht haben und ja, es war auch ein Kampf, es hat auch ein Kampf stattgefunden. Allerdings war der nicht unbedingt flüssig. Jetzt habe ich mal umgestellt, ich habe von höchste auf hoch umgestellt. Weil ich dachte mir ja, hast du den PC geleistet mit einer tollen CPU, mit der zweitbesten Grafikkarte, die da zudem in dem Moment gerade auf dem Markt war. Und ja, da kannst du auf höchste spielen und aufnehmen und alles auf einmal. Ja, denkst du, war eine tolle Idee, aber scheiterte dann doch an der Ausführung. Gut, auf jeden Fall, hallöchen und herzlich willkommen zurück hier auf Plötze. Die übrigens wunderschön ist. Was meinst du damit? Sie war schöner auf höchste. Das muss ich auch dazu sagen. Ich versuche jetzt hier mal auf hoch zu spielen. Ich hoffe... Ja, wobei auf hoch hat es am anderen Rechner auch geklappt, nicht ne? Nicht so schnell, Plätze. Hier liegt übrigens ein Toter. Und die Frauen... Hier war ein Erschießungskommando. Oh. Das ist ja nicht so schön. Und die Frauen müssen das Blut wegwischen, wollte ich gerade sagen. Auf jeden Fall, ja, ich bin so froh, dass ich das hier wieder spielen darf. Und alter Schwede, ist... Wählen Novigrad, es ist wunderschön, es wurde die Beleuchtung wurde verändert, es wurde das Inventar verändert. Wenn ich das mal ganz kurz zeigen dürfte. Wir haben jetzt nämlich alles wunderschön sortiert. Nach Anwendungsbereich und nach Art. Ich lese mal ganz kurz vor. Inventarfilter. Dieser Filter zeigt Handwerkskomponenten und alchemistischen Zutaten. Wir sehen, er ist ausgegraut. Wir befinden uns also gerade nicht auf diesem Reiter. Ja, haben wir gelesen. In diesem Filter findest du Questgegenstände und alle Objekte, die in keine andere Kategorie passen. Okay. Dieser Filter zeigt Lebensmittel und Objekte für Plötze. Auch sehr wichtig. Und das Allerschönste, dieser Filter zeigt Öle, Tränke und Bomben. Das heißt, die Öle, die Tränke und die Bomben sind jetzt in eigenen Kategorien, in eigenen Spalten sortiert. Wie ich kann es dann auch gleich mal zeigen. Es ist so angenehm, ich muss die nicht mehr ewig suchen. Ach, wie schön. Dieser Filter zeigt Waffen und Rüstungen und da befinden wir uns gerade. Inventar, Beschreibung der Gegenstände mit... Du kannst mit mittlerem Mausrad die Beschreibungen der Gegenstände vergrößern und verkleinern. Das heißt, falls du eine Sehschwäche hast... Machst du mittlere Maustaste, wird das Fenster auf einmal doppelt so groß wie dieses hier, was da weiß im Vordergrund ist. Und Inventarvorschau, drücke X, um in der Vorschau anzusehen, wie ein Gegenstand an Geralt aussehen wird. Ich frage mich, wird es denn um Mode gehen in Toussaint? Ich weiß es gar nicht. Wird es denn in Toussaint um Mode gehen? Müssen wir uns modisch kleiden? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Inventarvorschau. In der Vorschau kannst du dir auch ansehen, wie Geralt mit Gegenständen aussehen wird, die er noch nicht tragen kann. Der arme, schwache Geralt. Inventarsortierung. Drücke F, um die Reihenfolge auszuwählen, in der die Gegenstände angezeigt werden. Inventarcharakterwerte. Halte C gedrückt oder drücke C, um im Wertefenster deine Charakterwerte anzusehen. Okay, machen wir. Und wie gesagt, hier haben wir temerische Hose. Habe ich mir auch geholt übrigens. Hier. Kann ich... Achso, ich muss ja... Warte mal, ich muss zuerst draufklicken und dann drücke ich X, um zu sehen. Ich kann in den Charakter aber immer noch nicht drehen, was auch toll ist, aber ist auch egal. Hier, die kann ich mir zum Beispiel ansehen, wie die aussehen würden. Die sind mir aber ehrlich gesagt zu massig. Ich bin schon sehr zufrieden mit meiner tollen Rüstung, die da die beste momentan im Spiel war. Jetzt soll es ja bessere geben, ich hoffe.
Was noch übrigens neu dazu kam, ich habe mich ja gegen Ende des Hauptspiels, glaube ich, oder war es gegen, oder war es irgendwann im Laufe von Hearts of Stone, ich weiß es nicht, gegen eine Inventarmod ausgesprochen, was ich dann wieder verworfen habe, als ich jetzt gespielt habe. Weil, und man sieht es hier im Geld, wir haben 30.745, was waren es, Novigrader Kronen, nicht wahr? Ich habe auf den Skelligen einige Fragezeichen abgearbeitet, noch längst nicht alle. Es ist halt so elendig langsam gegangen und alle 3-4 Schätze, weil es sind meistens sind's Schmugglerverstecke, und alle 3-4 Schätze konntest du dann wieder zurückfahren und wieder verkaufen und einlagern und Pipapo und was weiß ich, und da hatte ich keinen Bock mehr drauf. Dann habe ich mir hier die Over 9000 Inventarmod reingehauen. Jetzt haben wir Over 9000 Inventarplatz, was ich schon sehr cool finde. Und wir sind auf Stufe 40 mit 2000 von 2000 Punkten. Ich weiß gar nicht, ob das die höchste Stufe war. Ich kann es leider nicht sagen. Ja, auf jeden Fall hier Inventar. Und hier Öle, Tränke, Bomben. Ha, es ist so wunderschön. Es ist so wunderschön. Ich frage mich nur. Apfel. Hier sieht man immer noch nicht, auf welche Taste man was legt, wenn man denn was hinlegt. Egal. Ist momentan eigentlich egal. Ich hoffe, ich finde die Tasten alle. So, und die Quests. Ich zeige mal ganz kurz die Quests. Das ist die neue Quest für Blood and Wine. Man sieht es hier. Hier, Novigrad, die gesperrte Stadt. Das, was wir am Ende nochmal zurückbekommen haben, die Quest. Als wir mit Ciri unterwegs waren, wo uns diese Dame da angesprochen hat. Und Rose auf einem roten Feld. Hearts of Stone, die Mission, die ich gesagt habe, mache ich nicht, weil wenn der zu blöd ist, um seine... Was war das? Der weiße Wolf, Schlechter vom Blaviken, Katzenauge, erwarb er sich mit Olgiert. Genau. Den Mörder des Freundes Kluivert. Der Hexer hoffte trotzdem genügend Hinweise auf die Schuldigen zu finden. Ist mir egal. Kluivert wurde getötet, weil er falsche Drogen verkauft hat oder irgend sowas. Mache ich nicht. Mache ich immer noch nicht. So. Was kann ich denn noch zeigen? Charakter... Oh, wow. Wir haben übrigens 14 Punkte übrig. Wir haben hier einiges. Was? Es wurde zumindest neu designt. Es ist... boah, Alter. Es war schon ein sehr aufwendiges Spiel, nicht wahr? Medizieren können wir immer noch. Bestiarium haben wir auch. Es wurde alles umdesignt. Das gefällt mir, ehrlich gesagt. Oberon, ja, alles toll. Ist alles schön. Bücher. Wir haben einen eigenen Reiter für Bücher jetzt. Die Bücher sind nicht mehr im Inventar. Alter. Okay. Handwerk sieht auch... Das Inventar, das neue Inventar sieht toll aus. Was ist das? Anheften, ja, das kennen wir schon. Das gibt es seit Hearts of Stone. Ja, das wissen wir. Und hier ist das Inventar wieder. Oh, wow. Und die Weltkarte. Markierungen. Du kannst auf der Karte deine eigenen Markierungen anbringen. Halte dazu den Mauszeiger über den gewünschten Punkt und drücke rechte Maustaste. Das kennen wir ja schon, das konnten wir immer schon. Aber, um spezielle Markierungen zu platzieren, halte die rechte Maustaste gedrückt und lass los und verwende die Maus, um den gewünschten Markierungstyp auszuwählen. Bestätige die Auswahl mit Linksklick. Das finde ich sehr gut, ehrlich gesagt. Habe ich zwar nicht vermisst, die Funktion, aber jetzt, wo es die gibt, muss ich ehrlich sagen, finde ich nice, weil wenn wir irgendwo ein Monster finden oder irgendwas, können wir das jetzt zum Beispiel hier mit dem, ich zeige gerade mit dem Finger drauf, ich bin immer noch so blöd wie damals, hallo, Koron, mein Name, diese Monsterkopf-Ding, Markierung oder was, das, wie man das, ja, Markierung steht davor, ich bin nervös, lass mich in Ruhe, können wir da hinmachen, zum Beispiel, wenn wir noch einen Waldschrat finden, dass wir den markieren. Ich hoffe, es gibt Waldschrate. Ich habe schon so einige Monster gesehen. Also in den Trailern gibt es ja auch einige Monster zu sehen. Ich freue mich ehrlich gesagt und ich habe ein bisschen Angst auch davor. Aber wenn es einen Waldschrat gibt, ich glaube... Haben wir nicht das Let's Play vom Hauptspiel oder von Hearts of Stone mit einem Waldschrat abgeschlossen? War das nicht so? War mir nicht so. Irgendwas war mal.
Ja, auf jeden Fall, du kannst nur jeweils eine normale Markierung platzieren, aber bis zu 10 spezielle Markierungen. Monsterkopf oder Totenkopf in dem Fall, ein blaues Dreieck und ein Infostand. Das finde ich toll. So, auf jeden Fall, genug des Umsehens. Wir werden alles, ja, wir werden alles Schritt für Schritt uns aneignen wieder und ich muss erst auch wieder ins Kampfsystem reinkommen. Nicht, dass ich es verlernt hätte, aber es hat sich ja so viel geändert, nicht wahr? Ich zwinkere hier wie ein Blöder mit dem Auge und keiner sieht's. So. Ein Fröschlein klein und saß auf einem Borstenschwein? Das hat wehgetan. Mein Opa ist krank. Wieso bist du das Fröschlein und warum ist dein Opa krank? Hat er das Borstenschwein abgeleckt? Ich habe keine Ahnung. So, auf jeden Fall, wir sollen uns hier die Tafel ansehen, laut der Quest. Sieh an den Anschlagbrettern Wählens nach einem neuen Auftrag. Ja, wahrhaftig und lebendig, tatsächlich. So, was haben wir denn hier? Schaukelpferd zu verkaufen brauchen wir nicht. Ciri ist groß. Zimmer zu vermieten in den 7 Kassen will ich ehrlich gesagt nicht wohnen. Da sind wir zu viele Katzen. Wenn es nur 6 wären, würde ich mich drauf einlassen. Aber bei 7, nein, danke. Warnung, Wirte, lasst euch warnen. Namens Odrin, bla. Die 7 Kasse Krawall macht. Euer Wirt, okay. Hier werden keine hochprozentigen Getränke an Personen unter 18 Jahren verkauft, sofern die Eltern nicht dabei sind. Bitte was? Das gab's im Mittelalter nicht. Da saßen die 13-Jährigen rum und hatten Bierrausch vom Allerfeinsten. Egal. Aufruf an Ritter Gerald von Riva mit der Brücke im Wappen. Gerald von Riva, im Namen unseres gnädigen Souveräns, ihrer allergnädigsten Herrin Anna Henrietta, reisten wir in die nördlichen Königreiche, um dir von unserer Mission zu berichten. Ein schreckliches Monster sucht das Herzogtum Toussaint heim. Eine Bestie, die sich abscheulichster Verbrechen an den Untertanen der Herrin schuldig gemacht hat. Nur der größte aller Hexer ist in der Lage, dieser Bestie die Stirn zu bieten. Daher möchten wir dich bitten, dich in dem Dörfchen Hohlweg einzufinden, wo wir voller Hoffnung darauf warten, dass du unser Flehen hörst und unsere Heimat aus den Fängen der Furcht befreist. Deine bescheidenen Diener, Palmarine de Lonfol und Milton de Perrac Perran. Das nehmen wir natürlich mit. Und wir können das jetzt hier mit V, können wir das direkt nochmal lesen. Bücher und Schriftrollen. Wechsle mit AD zwischen ungelesenen Büchern und Schriftrollen. Wenn sie gelesen sind, werden sie dem Fenster Bücher im Glossar hinzugefügt. Ach du grüne Neune, wir können jetzt... Alter, okay. Alter. Da, 65 ungelesene, okay. Quest aktualisiert. Gelesene Inhalte werden in das Glossar verschoben. Drücke Rücktaste. Ach, da oben, okay. Wähle das Glossar aus. Filter, um den aktiven Filter zu wechseln. Klicke Linksklick auf Pfeile. Was? Was? Jetzt bin ich auf der Karte. Du kannst innerhalb eines Filters auch bestimmte Symbole ein- oder ausschalten. Ja, okay, danke. Hier, ich soll Glossar auswählen. Glossar? Wähle Bücher aus. Hallo? Glossar? Hier, Bücher. Bücher und Schriftrollen. In diesem Fenster kannst du alle Bücher und Schriftrollen lesen, die du gefunden hast. Selbst wenn du sie verkauft hast, findest du hier ihre Inhalte. Ich kann Bücher verkaufen und die dann trotzdem noch lesen? Okay. Gerald hat ein Mega-Gedächtnis anscheinend. Oder ein Laptop in der Hose. Ich habe keine Ahnung. Links kannst du Bücher, Schriftrollen und Briefe auswählen. Der Inhalt wird in der Bildschirmmitte angezeigt. Ja. Gut, das haben wir ja schon gesehen. Stimmt es, dass Elfen aus Kindern Suppe machen? Nicht alle. Nur ein paar. So. Oha, Plötze. Hallo? Hallo? Plötze, dreh ich um. Jetzt. Los. Komm schon, Plötze. Gut, dann folgen wir dem Questpfad weiter. Und ich habe auch gleich was zu erzählen. Das ist etwas, was ich auch gerade erst erzählt habe in der ersten Aufnahme. Nämlich, der gute Ritter der Perrac Perran, der Milton, das ist ein Fahrender und der andere, der de Lofon, das sind fahrende Ritter der Herzogin
von Toussaint. Toussaint ist eine Gegend, die nicht von einer Armee oder von einem Heer geschützt wird, sondern von einem Haufen von selbstständigen fahrenden Rittern, die der Herzogin selbst einen Eid ablegen und an den Grenzen und durchs Land patrouillieren. Und ebenso einem Ritter, ich denke, es war sogar Perrac Perrin, der gute Milton, ebenso einem Ritter ist Geralt einmal begegnet, als er mit Milva und Regis und wer war da noch dabei? Der gute Nilfgaarder da, der tolle Typ, unterwegs war, um Ciri zu suchen, als diese noch in dieser Teenager-Gruppe, in dieser Teenager-Banditengruppe unterwegs war. In den Büchern damals, ja, in den Büchern, ihr müsst die Bücher lesen übrigens, lest die Bücher, Buchlesen und Buchlesen schadet nicht, da kamen die Guten, der Geralt und seine Gruppe kamen damals nach Toussaint, wo er übrigens auch anderen Dingen sich widmete, als einfach nur hier rumzureiten. Rumreiten war jetzt vielleicht blöd gewählt, weil wenn man weiß, wessen er sich gewidmet hat. Auf jeden Fall. Verdammt. Auf jeden Fall. Diese Ritter leisten einen Eid zu schützen. Und sie dürfen während der Laufzeit ihres Eides, dürfen sie sich nicht zu erkennen geben, wenn sie im Dienst sind. Und genau das hat. Das finde ich irgendwie uncool, weil man wird auch sehen, in welchen Rüstungen die reisen, und wenn da Hochsommer ist im Süden, in Toussaint, da wo der gute Wein wächst, weil Wein braucht definitiv hohe Temperaturen, um gut zu werden und um süß zu werden, also die Weintrauben süß zu werden, nicht wahr? Je mehr Zucker, desto mehr Alkohol, desto besser der Wein, natürlich dann, so wirkt sich das nämlich aus. Wenn man da in so einem Blechkasten drin sitzt, ich will nicht wissen, wie warm es da drin wird, Ich habe keine Ahnung davon und ich will sie auch gar nicht rausfinden, glaube ich. Und ich galoppiere jetzt übrigens auch mal ein bisschen schneller, weil, sonst kommen wir da nie mehr an. Wir sind schon 19 Minuten in der Folge, kann das sein? Ist das möglich? Egal. Das kannst du hier nicht tun übrigens, wir sind in Ochsenfurt, da kann man das nicht tun, was ich hier tue. Ich weiß gar nicht, was ich tue, aber ich kann das hier nicht tun. Ja. Auf jeden Fall, so war das damals in den Büchern, in der guten alten Zeit, als noch alles aus Holz war. So war das nämlich. Kriegst du unter deinen Stein? Ach ja. Die tollen Sprüche von den Leuten, die Hexer nicht mögen. Ich mag das. Das ewige Feuer wird unsere Sünden ausbrennen. Ja, deine als allererstes, natürlich. Stimmt das? Schön. Behauptet, dass nichts dergleichen geschehen ist. Ich mag Ochsenfurt. Langsamer. Ich muss mal ganz kurz vergleichen. Texturenqualität ist jetzt nur noch auf hoch statt auf höchste. Ich habe mir hier gerade schon diese Folge aufgenommen. Soweit war ich übrigens schon längst. Ich war schon bei den Rittern. Ehre und Heimatland. Weil es ja geruckelt hat wie Sau. Plötzlich, warte, jetzt im Vorschaufenster. Ja, jetzt habe ich wie gesagt auf hoch zurückgeschaltet und auf maximal 30 FPS. Damit sich da quasi nicht zu viel tut. Weil aus irgendeinem Grund kommt entweder OBS nicht mit oder der Code kommt einfach nicht mit oder die Festplatte ist zu langsam, um es zu schreiben, was ich nicht glaube, aber ist auch egal. Du kannst passieren. Ja, ich passiere ja auch. Ich habe ja auch einen Passierschein, nicht wahr? Habt ihr einen Passierschein? Ja, ich habe einen Passierschein. Halt die Klappe da drüben. Lass die Leute in Ruhe vor allem. Ich habe ja gerade schon eine Folge aufgenommen, auf was wollte ich raus? Ja, genau, während dem Kampf, ihr werdet wissen, welchen Kampf ich meine, wenn wir diesen Kampf denn kämpfen. Während dem Kampf hat es extrem geruckelt und wenn Geralt groß im Bild war, bei einem Dialog zum Beispiel, hat es auch sehr, 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 sehr geruckelt. Ich hoffe, das ist jetzt vorbei, wenn nicht, muss ich Nvidia Hairworks ausmachen. Und da oben sind auch schon unsere Freunde, die Ritter. Die fahrenden Ritter von Toussaint. Oha, Plätze. Wir brauchen eure Hilfe nicht. Keine Sorge, guter Mann. Wir sind rasch fertig. Dann sitzen die Herumtreiber hinter Schloss und Riegel.
Milton, schau! Geralt. In Person. Sei gegrüßt, Hexer. Gehen wir hinein und heißen dich als alten Freund willkommen. Und du, keine Sorge. Wir machen der Gesetzlosigkeit ein Ende. Bald. Oh, die Musik. Ich liebe die Musik. Hab eure Mitteilung am Anschlagbrett gefunden. Siehst du, Palmerin, ich habe es dir ja gesagt. Der Greif bei Weißgarten. Wir müssen nur den Spuren seines Schlechters folgen, dann stoßen wir früher oder später auf Geralt. Milton de Peyrac-Peyron und Palmerin de Longfort. Schön, euch zu sehen. Ist lange her. Die Freude ist ganz auf unserer Seite. Verzeih die bescheidene Stube. Als wir schworen, das Dorf unter unseren Schutz zu stellen, hat uns der Dorfälteste diese Hütte überlassen. Er behauptet, es sei die beste im Dorf. Gibt es irgendwelchen Ärger? Nun, nach dem Abzug der redanischen Garnison geht es in dieser Gegend drunter und drüber. Die Tyrannei der Banditen ist besonders garstig. Diese Plünderer werden sich bald ins Dorf begeben, um Tribut zu fordern. Milton und ich werden ihnen das austreiben. Wir haben geschworen, gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung zu kämpfen, wo immer wir auf sie stoßen. Die Angelegenheit betrifft dich natürlich nicht. Aber bitte sei so gut und warte auf uns. Wenn wir mit den Tonichtguten fertig sind, haben wir dir ein offizielles Ersuchen zu unterbreiten. Okay, ich beobachte das gerade und zumindest die Aufnahmevorschau scheint flüssig zu laufen. Ich hoffe, es ist auch in der Aufnahme flüssig. Ich werde nach der Folge werde ich ganz kurz die Aufnahme beenden und mir die Folge ansehen. Wenn nicht, dann muss ich sie noch ein drittes Mal aufnehmen, was auch dann sehr toll sein wird. Aber ist egal, ganz egal. Hauptsache, es ruckelt nicht. Lasst mich euch bei den Banditen helfen, wäre unsere Antwort. Es wäre unsere Antwort, wir haben immer den guten und gerechten Geralt gespielt. Warum jetzt? Warum jetzt bei Blood and Wine damit aufhören? Wir nehmen die 1. Ihr wollt also auf die Banditen warten und gegen sie kämpfen? Palmerin möchte zunächst an ihren Anstand appellieren. Ich fürchte freilich, es wird vergebens sein. Ja, und ob? Wir müssen ihnen die Möglichkeit der Umkehr bieten. Schon manche abgebrühte Gesetzlose hat nach einem Tadel auf den rechten Weg zurückgefunden. Nicht in dieser Gegend. Bestimmt nicht. Wenn sie unbelehrbar sind, so werden wir zumindest wissen, dass wir alles getan haben, um ein Blutvergießen zu vermeiden. Gut, ich helfe natürlich, wenn Palmerins Einlassungen auf taube Ohren stoßen. Trefflich, dann brauchen jetzt nur noch die Banditen zu erscheinen. Und das werden sie. Sie kommen! Hört ihr? Die Banditen sind da. Gehen wir sie begrüßen. Weißt du, erstmal bei Sonnenaufgang fetten Schweinebraten essen? Warum nicht? Ah, Entschuldigung. Herhören, ihr garstigen Übeltäter! Der meint uns! Ich, Palmerin de Longfort, fordere euch auf zu bereuen. Schaut in eure Herzen, seht ihr nicht, wie schwarz sie sind? Was für ein Kasperle-Theater! Es ist ehrlos, gewöhnliche Leute zu berauben, ihre Vorratskammern zu plündern. Lasst ab vom Pfad der Schande und wir verschonen euch. Ein toller Witz. Wir brechen zusammen. Jetzt verpisst euch, bevor wir die Geduld verlieren. Und ihr was anderes. Warte mal, Zork. Die Typen sind doch urig. Vielleicht haben sie irgendwelche Tricks drauf. Schausteller, könnt ihr mit Bällen jonglieren? Oder kennt ihr das, wenn einer furzt? Und der andere den Furz abfackelt. Wir nehmen die 1. Der edle Palmerin gibt euch eine Chance. Und ich gebe euch einen Rat. Hört auf ihn.
Sonst was? Sonst seid ihr gleich im Kampf gegen fahrende Ritter der Herzogin von Toussaint. Bastarde wie euch verspeisen die zum Frühstück. Sie sind zu dritt. Zwei davon in Rüstung. Kommen wir später wieder. Sie wurden von einer Frau geschickt. Die Leute behaupten noch, wir hätten Angst vor Weibern und Narren. Oh, du hast die Herzogin beleidigt. Keine gute Idee. Wahrlich, diese Schmähung kann nicht ungesühnt bleiben. Beim Raya, ihr werdet sie mit eurem Blut bezahlen. Beim Kranich! Zieht, ihr Halunken! Und auf geht's. Ich würde sagen, hau ruck! Schnellzugriffmenü ist das ist der beste Augenblick für ein Tutorial ever. Ja, ich kann Gegenstände hier auswählen. Ich weiß es. Dankeschön. Ich wähle auch Quen aus. Und ich würde sagen, wir stoßen uns einfach mal, wir hürdeln uns hier einfach mal durch. Bis wir natürlich unser Quen verlieren. Dann können wir das natürlich auch machen. So, ich würde sagen, Drachentraum. Ja, warum nicht? Und jetzt Idi. So. Ihn erstmal von hinten ein bisschen bedienen. Hallo? Warte mal, Erwan. Was war das jetzt? Schwalbe? Ja, das war Schwalbe. Definitiv, das war Schwalbe. So, ja, halt die. Hallo. Erstmal hier ein bisschen Idi. Schön Feuer verteilen, okay. Ach ja, ein Axttyp, ach du Schande. Das war ja. Stimmt. Ah. Ein Axttyp. Ja, 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 ja. Hu, ha, ha, ha. Huha. So, der ist bei Militiles Tilt. Was? Was hat er gerade gesagt? So, der Typ brennt. So, er ist vergiftet, sehr gut. Ach ja, stimmt, wir haben ja unser Vipern-Giftstahlschwert, nicht wahr? So. Jetzt habe ich auch gar nicht rüber geschaut auf die. Auf die tolle. Aufnahmevorschau, die ich ja jetzt habe hier bei OBS. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob es jetzt hier ruckelt oder nicht. Ich kann auch gerade nicht darüber. Wobei, ich kann darüber schauen und kann. So irgendwie. Da wird noch gekämpft, da müssen wir hin. Offenbar. Es sieht aber relativ ruckelfrei aus. Ich entschuldige mich, falls es geruckelt hat. Da vorne wird noch. Aha. Da vorne ist noch jemand. So. Und der gehört mir! Hallo! Warum habe ich den jetzt genau einmal erwischt? Warum? Warum kommen Sie nicht heraus? Wir haben sie doch vom Joch der Unterdrückung durch die Banditen befreit. Ich habe euch gewarnt. Sie fürchten euch jetzt so sehr wie zuvor die Banditen. Keine Fanfaren, keine Blumen. Dies ist nicht Toussaint. Puh, es stimmt wohl, was die Leute sagen. Im Norden kräht kein Hahn nach edlen Taten. Wird Zeit, dass wir nach Hause kommen. Das werden wir, mein Freund. Komm, Geralt. Es ist Zeit, dass wir unsere Botschaft überbringen. Botschaft überbringen. Also raus damit. Was bringt euch den weiten Weg her? Wir müssen die Botschaft der gnädigen Herzogin vollständig und traditionell überbringen. Denn Tradition ist in Toussaint heilig. Schon gut. Ehrenwerter Geralt, Schlechter von Monstern und allem Übel, das sich schadlos an den Schutzlosen dieser Welt hält. Du, der du im Rufe stehst, den Unschuldigen und Witwen und Waisen deine Hilfe zu gewähren, wirst hiermit gebeten, einen herzoglichen Auftrag zu erfüllen. Befreie uns vom Biest, das das Blut durch die Gassen fließen lässt und jedermann gleichermaßen in Angst und Schrecken versetzt. Eile uns zu Hilfe, Hexer. Um dieses ersucht dich demütig die allergnädigste Beschützerin der leidenden Stadt, Herzogin Anna Henrietta. Anna Henrietta. Wirst du ihre Bitte erhören? Es ruckelt gerade nicht, das ist sehr gut. Das hat Anna Henrietta gesagt, wörtlich. Das hat Anna Henrietta wirklich alles gesagt, wörtlich?
Naja, wörtlich hat sie gesagt, bringt mir den Hexer und schont ja nicht die Pferde. Passt bloß auf, dass er diesmal alleine kommt. Den Rest hat der herzogliche Kämmerer hinzugefügt. Du weißt ja, wie das läuft. Ja, ich entsinne mich. Lass mich hinzufügen, wenn auch inoffiziell, dass eine stattliche Belohnung winkt. Die Details musst du mit der gnädigen Herzogin persönlich klären. Okay, dieses Biest erzählt mir mehr. Das ist vielleicht das inbrünstigste Anliegen, das je an mich herangetragen wurde. Sicher das höflichste. Und jetzt, da der Form Genüge getan ist, möchte ich mehr über dieses Biest hören, falls es eines ist. Das ist gewiss, auch wenn es noch niemand genau gesehen hat. Die einzigen Zeugen sind die grauenvoll massakrierten Opfer. Schau, dies sind einige Zeichnungen nach den Beschreibungen derer, die behaupten, das Biest erspäht zu haben. Sie unterscheiden sich leider sehr. Ich fürchte, die Zeugen reden Unsinn. Wie viele Opfer hat es gegeben? 2. Als die Herzogin vom 2. erfuhr, schickte sie uns sofort los, dich zu holen und dir Land und Schätze anzubieten, falls du ihre Bitte erfüllst. Es weht ein böser Wind, Geralt. Das Biest hinterlässt keine Spuren. Es heißt, es bediene sich schwarzer Magie. Beide Opfer waren Adlige und bald beginnt ein Turnier. Ein Biest benutzt schwarze Magie? Das Biest bedient sich schwarzer Magie? Woher wisst ihr das? Das erste Opfer ist bei einem Bankett zwischen zwei Gängen verschwunden, unbemerkt. Es gab nur ein offenes Fenster und dann Geschrei auf der Straße, als dort die Leiche gefunden wurde. Beim zweiten Mord war es ähnlich. Das Opfer, ein Ritter, befand sich in einer verschlossenen Kammer. Das Haus war voller Diener und Wachen. Das Biest hat ihn trotzdem erwischt. Dann hat es ihn auf den Marktplatz geschleift und dort umgebracht. Wiederum unbemerkt. Wir fürchten keine Kreatur, der sich mit Schwert und Schild beikommen lässt. Doch das hier ist ein unbekanntes Wesen. Man weiß nur, dass es keine Spuren hinterlässt und mühelos tötet. Aus Gründen, die niemand kennt. Hat schon jemand versucht, das Monster zu fangen, was auch eine gute Frage ist. Und übrigens sieht die rechte Zeichnung kombiniert mit der mittleren sehr nach dem Slenderman aus. Kann das sein? Irgendwie schon, ne? Und das linke erinnert mich, das linke an irgendwas? Nicht wirklich, ne? Egal, fragen wir mal die 4. Hat schon jemand versucht, das Biest zu jagen? Fahrende Ritter vielleicht? Ha, versucht haben es viele, aber niemand hat es geschafft. Das Biest ist klug, es geht in keine Falle und greift stets überraschend an, wie ein Geist. Wir brauchen einen erfahrenen Fährtenleser, der sich mit Monstern auskennt. Kurz, wir brauchen dich. Okay, und was ist das für ein Turnier? Dieses Turnier, das du erwähnst, warum bläst die Herzogin es nicht ab? Weil es zu spät ist. Die Teilnehmer und Gäste sind bereits eingetroffen, darunter die besten Ritter aller Länder und Anverwandte des Kaisers. Es sind also nicht nur die Untertanen der Herzogin bedroht. Verstehe. Wenn Adlige aus dem Ausland sterben, ist das bestenfalls ein Skandal, schlimmstenfalls ein diplomatischer Vorfall. Okay, gut. Dann würde ich sagen, wir übernehmen den Auftrag und begeben uns nach Toussaint. All die Aufträge, die ich schon für Herrscher erledigt habe, war kaum einer drunter, der sich für mich gelohnt hätte. Du willst doch wohl nicht ablehnen. Nein, war nur so ein Gedanke. Die Herzogin kann bisweilen recht fordernd sein. Du übernimmst den Auftrag also, vorzüglich. Wir müssen gleich aufbrechen. Wir haben lange in diesem Land nach dir gesucht. Eile ist geboten. Wir können aufbrechen, wenn ihr soweit seid. Ha! Alsdann, auf nach Toussaint! Nach Toussaint! Allons-y! Wollte ich schon immer mal sagen. Alter, die Pferde in dieser schweren Rüstung. Die armen Pferde. Und damit herzlich willkommen im nächsten Ladescreen, wo man Beauclair im Hintergrund sieht. Oh, dieses Schloss ist so wunderschön. Ach ja, ich würde sagen, wir kommen erstmal in Toussaint an und danach kümmern wir uns erstmal um das Ende der ersten Folge.
Aber zuerst einmal in Toussaint ankommen und einfach mal die Landschaft sehen. Das will ich jetzt noch. Das will ich jetzt noch diese Folge haben. Definitiv. So, wie sieht's aus, Ladescreen? Er ist vorbei. Er ist vorbei. Hinfort mit dir, oh böser Ladescreen. Oh ja. Toussaint, Land des Weins, Land der Liebe. Genau wie ich es in Erinnerung habe. Oh ja. Claire hat sich in den letzten Jahren verändert. Du wirst sehen. Schau dich um, wenn du dazu kommst. Dann wirst du es bemerken. Mir ist es immer wie ein Märchenland vorgekommen. Fahrende Ritter, Elfenschlösser. Du findest uns doch nicht merkwürdig. Ich zeige dir, wie normal wir sind. Das schwöre ich beim Raya. Na klar, warum auch nicht? Ja, dann hätte ich sagen, wir kümmern uns erstmal um das Viech da. Der Hexer im Süden haben wir gerade eine Herausforderung bekommen. Eine Herausforderung abgeschlossen. Ein Achievement haben wir bekommen. Besser gesagt, wow, okay. Goliath. Okay, hier, in den Rücken. Los geht's. Oh, okay, Alter. Alter, der macht aber gut Damage. Okay, der macht zu gut Damage. Ich will hier nicht krepieren. Ich bin doch ungeübt! Alter! Okay. Ja! Goliath ist tot. Ach du Schande. Eine große Bestie. Nicht sehr klug, sie eigenhändig anzugreifen. Liebe fußt nicht auf Weisheit, Hexer. Also, Guillaume, raus damit. Welche holde Maid hat dich zu dem Schwur bewegt, den Abschaum zu töten? Die schönste von allen. Wenn er ihren Namen nicht nennen will, muss er es auch nicht. Ich kenne dich nicht, Herr. Und du scheinst kein Ritter zu sein. Doch für deinen Beistand bin ich dankbar. Nein, ich stehe in deiner Schuld. Diese Trophäe soll dein sein. Wie ist denn der Riese hergekommen? Das frage ich mich allerdings auch. Ein Riese, so nahe bei den Menschen. Seltsam. Das war kein gewöhnlicher Riese. Sein Name war Goliath. Angeblich war er einst ein Ritter und hat seine Schwüre gebrochen. Deswegen hat die Dame vom See ihn in einen wilden Riesen verwandelt und auf die Gorgo verbannt. Und warum ist er da wieder rausgewandert? Der Hunger. Der zwingt ihn mehrmals im Jahr ins Flachland. Goliath hat schon viele Schäfer verschlungen. Guillaumes Jagd war nobel. Aber das ist eine Geschichte für gemütlichere Orte. Okay, dann nehme ich die Trophäe gerne, nicht wahr? Ich nehme die Trophäe gerne. Vielleicht zahlt jemand dafür. Du hast gut gegen den Riesen gekämpft. Hast du Erfahrung im Kampf gegen Monster? Nein. In Toussaint kämpfen wir vor allem gegen Banditen. Doch ich habe geschworen, der Herrin meines Herzens den Kopf eines Monsters zu bringen. Wie der berühmte Gottfried der Riesentöter. Du willst doch das Biest nicht erlegen, hoffe ich. Das überlassen wir besser Geralt. Auf mich wartet eine andere Herausforderung. Wenn Geralt das Biest töten soll,
muss er wissen, dass es wieder zugeschlagen hat. Es wurde eine Leiche angespült. Am Fluss, beim Basilisk. Damien de la Tours Männer sind schon dort und sichern die Gegend. Sichern die Gegend? Dann gehe ich lieber gleich hin, ehe sie alle Spuren und Hinweise niedertrampeln. Wohlan denn. Ich reite zur Stadt und unterrichte die allergnädigste Herrin von Geralds Ankunft. Wir treffen uns später bei Guillaumes Zelt am Turnierplatz und ich geleite dich dann zur Herrin. Das finde ich gut. Und jetzt erstmal das Messer rausgezogen. Und erstmal so. Den Kopf ab. Und damit herzlich willkommen auf dem ersten Endscreen von The Witcher 3 Wild Hunt Blood and Wine, leider der letzten Erweiterung zu The Witcher 3 Wild Hunt und zum letzten Abenteuer mit unserem guten Freund Geralt. Alter, was eine Folge. Über 40 Minuten lang wieder. Ich werde mich allerdings auf 30 Minuten wieder einpendeln, weil, naja, aufnehmen muss das ja auch irgendjemand und schneiden und rendern und hochladen und Thumbnails machen und was weiß ich was. Auf jeden Fall, ja, wir sind in Toussaint angekommen. Wir haben drei Ritter haben wir kennengelernt. Wir haben einen Riesen getötet und seinen Kopf an uns genommen. Alter Schwede, ich sehe hier ja gerade die Aussicht auf Beauclair. Hinter Beauclair türmt sich der Berg auf und es ist einfach, wow, es ist so wunderschön. Ich werde jetzt auf jeden Fall ganz kurz die Aufnahme mal ganz kurz beenden und mal schauen, ob die Aufnahme ruckelt. Wenn nicht, ich hoffe, dass sie nicht ruckelt. Ja, drückt mir die Daumen, brauche ich nicht zu sagen, weil wenn die Aufnahme ruckelt, dann werdet ihr das hier auch niemals sehen. Ja, ich täte sagen, ich lasse euch jetzt ganz kurz den Endscreen zu Ende genießen. Er geht ja auch fast 3 Minuten. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zuschauen. Und ciao.